Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, die Überlegung des Ministers Lies, während der Sommerpause zu wechseln, sein Ministeramt zu verlassen und die Wirtschaft zu wechseln, hat ein Schlaglicht auf einen Umstand geworfen, den, glaube ich, viele hier in diesem Lande noch gar nicht so im Blick hatten, nämlich, dass wir hier in Niedersachsen keine Regelung haben, wonach ein solcher Wechsel Anzeigepflichten gegenüber der Landesregierung und gegebenenfalls eine Karenzzeit erfordert, um eben zu vermeiden, dass jemand direkt aus einem Ministeramt in eine Wirtschaftsposition wechselt und dadurch seine Erfahrungen, aber vor allen Dingen natürlich seine Kenntnisse und auch seine Verbindungen zu anderen Entscheidungsträgern aus dem Ministerium mitnimmt und diese dann für sich und für das Unternehmen, für das er dann tätig ist, oder den Verband, für den er dann tätig ist, nutzbar machen kann. Meine sehr verehrten Damen und Herren, die AfD sieht Lobbyismus insgesamt kritisch. Ich denke, das ist bekannt, das gehört zu unserer DNA. Insofern sind wir natürlich auch ganz besonders aufgeschreckt, als wir das feststellen mussten, dass es hier in Niedersachsen noch eine derartige Regelung gar nicht gibt. Insofern auch unsere Gesetzesinitiative dahingehend. Wir meinen, 36 Monate sind angemessen und auch notwendig als Karenzzeit. Und wir wollen nicht, wie der Gesetzentwurf der Landesregierung oder auch der Gesetzentwurf der Grünen, die ja zwischen 18 und 36 Monate sich so ein bisschen hin und her bewegen, Reduzierung vornehmen. Nein, im Gegenteil. 36 Monate, meine sehr verehrten Damen und Herren, sind nötig. Immerhin geht es hier nicht um irgendwas. Es geht hier um einen Minister und um die sowieso schon vorhandene starke Verbindung zwischen Ministerien, zwischen der Politik und der Wirtschaft. Es dauert eine Weile, bis Kompetenzen, bis Verbindungen, bis Kenntnisse über den aktuellen Geschäftsbetrieb in einem Ministerium so weit in der Vergangenheit liegen, dass man sie nicht mehr unbedingt nutzbar machen kann, wenn man dann in der Wirtschaft ist. Und ich meine, warum ist es denn gerade attraktiv, Mitglieder an der Landesregierung oder Mitglieder an der Bundesregierung abzuwerben? Ja, eben genau deshalb, weil diese Verbindungen bestehen, weil der gute Draht ins Ministerium mitgebracht wird und weil eben dann auch durchaus Kenntnisse vorherrschen von Internen, die dem Wirtschaftsverband oder dem Unternehmer sonst nicht bekannt sein würden. Und genau da fängt Lobbyismus an. Das ist eine Schiene von Lobbyismus, einer unangenehmen Art des Lobbyismus, dass hier nämlich sich Vorteile verschafft werden durch den Einkauf, so möchte ich es mal nennen, eines Ministers oder einer Ministerin. Insofern ist es nötig, hier eine große Zeitspanne dazwischen zu setzen, die man auch nicht irgendwo reduzieren kann, sondern die fix ist. Wer aus einem Ministeramt wechselt, der hat dann eben auch nicht nur das anzuzeigen, sondern 3 Jahre, wenn denn die Landesregierung die Notwendigkeit sieht. Das ist ja noch die Prüfungsinstanz dazwischen. Die Landesregierung muss hier ja darüber befinden. Aber wenn sie die Notwendigkeit sieht, wenn sie die Gefahr sieht, dass durch diesen Wechsel das Vertrauen der Allgemeinheit in die Integrität der Landesregierung verletzt wird, ja, dann muss es eben auch 36 Monate dauern, bis dann eben ein solcher Wechsel vollzogen werden kann. Meine sehr verehrten Damen und Herren, es ist auch das Gebot der Transparenz, dass jemand, ein Minister, eine Ministerin, ein solches Vorhaben, einen solchen Plan, einen Wechsel vorzunehmen, meldet, dass die Landesregierung darüber befinden kann, dass es eine öffentliche Debatte darum gibt. Wir meinen deshalb auch nicht, dass es partout nötig ist, Sanktionen einzubauen. Die beiden anderen Entwürfe weisen ja jeweils darauf hin, dass, wenn die Anzeigepflicht verletzt wird oder nicht rechtzeitig angezeigt wird, dass dann sich ein etwaiger Wechsel um 1 laut Regierungsentwurf oder 3 laut Entwurf Bündnis 90 der Grünen Monate verschiebt. Das halten wir nicht für nötig. Im Gegenteil, ich glaube, die maßgebliche Sanktion, die es in dem Fall doch gibt, ist doch, dass jemand, der eine solche Anzeigepflicht verletzt und damit zeigt, dass ihm an dieser Integrität seiner eigenen Regierung, in der er ja ein Bestandteil dieser Regierung ist, dass er diese nicht umsetzt bzw. nicht so viel von dieser hält, dass das bereits Sanktion genug ist, denn das wird entsprechend auf diese Person, aber auch auf die gesamte Landesregierung zurückfallen. Und ich meine, dass das wesentlich effektiver ist, als jetzt etwas um 1 oder 3 Monate nach hinten aufzuschieben, denn das ist zahnlos. Das wird im Endeffekt keine Rolle spielen. Das wird niemanden davon abhalten, die Frist zu versäumen oder auch niemanden davon abhalten, zu wechseln. Insofern wichtig ist, dass wir hier ein transparentes Verfahren haben. Wichtig ist, dass hier darüber diskutiert wird, dass die Öffentlichkeit davon Kenntnis nimmt.
Ein anderer ganz wichtiger Punkt, meine sehr verehrten Damen und Herren, im grünen Entwurf, darauf möchte ich auch noch kurz eingehen, der geht relativ weit, da geht es auch um die Abgeordneten. Da soll also jeder Abgeordnete, wenn er dann wechselt in die Wirtschaft, dieses auch anzeigen müssen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir haben ohnehin ein Problem. Wir haben nämlich das Problem der guten Köpfe. Es gibt zu wenig gute Köpfe in der Politik. Es gibt auch zu wenig Quereinsteiger, die etwas mitbringen, Erfahrung mitbringen, Berufserfahrung vor allen Dingen, die zum Beispiel schon mal in der Wirtschaft aktiv waren und dann in die Politik gehen. Wenn wir jedem Abgeordneten eine solche Anzeigepflicht auferlegen, mit der etwaigen damit einhergehenden Diskussion, dann machen wir den Beruf des Abgeordneten wahrlich nicht attraktiver. Nein, im Gegenteil. Und das wiederum führt auch nicht unbedingt dazu, dass wir mehr Quereinsteiger bekommen, dass mehr Menschen die Erfahrung aus dem realen Leben mitbringen, in den Abgeordnetenberuf einsteigen. Denn die Debatten in diesem Hause zeigen immer wieder, dass es gerade daran doch enorm mangelt, an den Erfahrungen aus dem realen Leben. Da gibt es viel zu wenige hier in diesem Hause, die diese mitbringen. Und deshalb sollte man derartige Anzeigepflichten auf jeden Fall unterlassen. Vielen Dank. Dankeschön, Herr Kollege Emden. Für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen hat sich nun zu Wort gemeldet der Kollege Helge Limburg. Bitte sehr.